Das Tolle am Social Media Management ist, dass man viele Jobs auch aus dem Homeoffice erledigen kann. Welche das sind und was man da macht, das zeigen wir euch in diesem Video. Nummer 1 ist der klassische Social Media Manager. Was meine ich damit? Social Media Manager sind grundsätzlich dafür da, bestimmte Kanäle zu betreuen, also Social Media Kanäle. Nehmen wir beispielsweise Instagram. Du bist in deinem Unternehmen oder auch für Kunden dafür verantwortlich, Instagram Kanäle zu betreuen oder eben auch nur einen Instagram Kanal. Und dann kannst du die ganzen Aufgaben drumherum übernehmen. Strategie entwerfen, Hashtags recherchieren, Beiträge veröffentlichen, Texten, also erstmal die Texte für die Beiträge schreiben, die Captions quasi, Fotos selektieren oder auch Grafiken bauen und einplanen. Und am Ende kommt noch so ein kleines Reporting, so eine Berichterstellung raus, und das sind so 8 typische Aufgaben, die so ein Social Media Manager übernimmt. Und für die meisten der Aufgaben kannst du das, also kannst du überall machen, ne? Für die meisten brauchst du kein Büro, du brauchst vielleicht eine Kamera, aber wir haben ja alle diese kleinen Geräte, ne? Für viele kleine Unternehmen reicht zum Beispiel typischer Smartphone-Content. Häufig wird der Social Media Manager auch unter dem Begriff Marketing Manager geführt. Das ist ein relativ allgemeiner Begriff, dessen Hauptaufgabe dann die Betreuung von bestimmten Kanälen sind. Wobei der Marketing Manager an sich eigentlich noch ein paar mehr Aufgaben hätte. Ein Teilbereich des Social Media Managers ist der Social Media Advertising Manager. Der ist ein bisschen spezialisierter, macht nicht eine komplette Kanalbetreuung, sondern übernimmt die Werbeanzeigen auf einem bestimmten Kanal oder von verschiedenen mehreren Kanälen. Also zum Beispiel alle Social Advertising Kanäle, die es da draußen so gibt. Was macht er den ganzen Tag? Also, Content produziert er schon mal in meisten Fällen nicht selbst, sondern er gibt höchstens Briefings raus an seine Kollegen, die für den Content verantwortlich sind, also für Bilderstellung, Videoerstellung oder auch Grafikerstellung, und sagt, was er da gerne sehen würde oder was er ganz speziell braucht. Die Briefings müssen natürlich geschrieben werden in meisten Fällen. Das ist so eine erste typische Aufgabe. Der zweite Aufgabenkomplex eines Social Media Advertising Managers, der besteht darin im typischen Media Buying. Das heißt, er setzt digitale Marketingkampagnen um und bucht die auf den verschiedenen Werbeplattformen, die es da draußen so gibt. Also jedes Social Network hat quasi so eine kleine Werbeplattform hinten dran, die dazu dient, Werbung einzubuchen und auf den Social Networks auszuspielen. Und das macht er dann im Hintergrund. Und da müssen die richtigen Einstellungen gewählt werden, da muss eine Kampagnenstrategie entworfen werden, da müssen die Botschaften entwickelt werden und letztendlich natürlich eingebucht und immer monitored und optimiert werden. Das heißt, man muss regelmäßig reinschauen, ob das alles noch nach Plan läuft und ob man eventuell was anpassen muss, damit die Performance besser wird. Denn letztendlich zählt beim Social Media Advertising Manager: ich stecke 1 Euro rein und kriege 5 Euro raus, also der ROAS zählt. Wir wollen quasi möglichst viel Geld für das Unternehmen generieren. Und dadurch, dass die Aufgabe sehr analytisch ist und sehr in sitzender Tätigkeit ausgeführt, ist es natürlich so, dass man es schön im Homeoffice machen kann. Vor allem, man braucht noch nicht mal super krasses Internet dafür. Mein Hauptaufgabenbereich im Social Media Management ist tatsächlich auch der Social Media Advertising Manager. Das heißt, das ist es, was ich früher viel getan habe. Die dritte Jobbezeichnung ist auch wieder eine kleine Teildisziplin des Social Media Managers, geht aber manchmal noch etwas weitreichender, und zwar der Community Manager. Manchmal wird es auch als Communications Manager bezeichnet und ist quasi so ein bisschen eine Vorstufe zum Pressesprecher, möchte ich schon fast meinen. Denn Community Management wird immer wichtiger. Was macht denn jetzt aber so ein Community Manager den ganzen Tag? Und zwar hat er meistens irgendwelche Zusatzsoftware, auf die er zugreift, und dort beobachtet er, wie viele Kommentare reinkommen, wie viele privaten Nachrichten, und er schaut natürlich nicht nur wie viele, sondern auch was da drin steht und beantwortet diese. Und manchmal muss man nicht nur mit Außenstehenden kommunizieren, sondern auch mit Abteilungen, weil man die Antwort einfach nicht kennt. Beispielsweise, es wird gefragt: Jo, habt ihr die Schuhe noch in 43¾ verfügbar? Keine Ahnung, er hat auch keinen Zugriff, oder manche haben auch keinen Zugriff auf die Systeme. Da müssen sie eben erst die Abteilung fragen: Haben wir die noch da? Ja, okay, dann kann ich was kommunizieren. Und es ist, früher war es viel
diese Aufgaben haben viele Support-Mitarbeiter übernommen. Mittlerweile ist aber so, dass im Community-Management die Sprache auch einfach ein bisschen frecher geworden ist und frischer geworden ist. Und deswegen ist der Community-Manager auch ein Bestandteil des Social Media Managers, der besonders viel Spaß machen kann. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Netflix-Praktikanten, der stets irgendeinen frechen, kecken Spruch auf Lager hat. Ebenfalls für die Analytiker unter uns der Social Media Stratege oder auch Social Media Strategist oder auch Social Media Analyst. So nennt man diese Berufsbezeichnung. Und was machen die Personen? Also es entsteht am Anfang erstmal eine Strategie. Ne? Wenn man Social Media umsetzen möchte im Unternehmen, dann muss eine Strategie entstehen. Wie soll das umgesetzt werden? Gibt es irgendwelche Guidelines, an die man sich halten muss oder halten sollte? Wenn es ein größeres Unternehmen ist, muss das für die unteren Abteilungen oder auch die Tochterunternehmen beobachtet werden und dort Guidelines entstehen. Sowas macht der Strategist, aber auch zum Beispiel so typische Growth-Faktoren herauszusuchen. Also wie kriegen wir zum Beispiel einen Account zum Wachsen? Für sowas muss man sich Zeit nehmen. Das ist in der Analyse aufwendig. Da müssen Hashtags recherchiert werden, da müssen Keywords recherchiert werden, da wird häufig geguckt, was ist gerade so Trend, welche TikTok-Sounds sind zum Beispiel gerade Trend und ganz viele andere Sachen, ne, die darum rundherum entstehen und auch immer wieder am Entstehen sind. Die müssen analysiert werden und geschaut werden, wie passt es auf unser Unternehmen und können wir diesen Trend nutzen beispielsweise, um den Account zum Wachsen zu bringen. Und der Analyst dann im Hintergrund, der schaut nicht nur, was ist gerade Trend und wie können wir es nutzen, sondern der wertet vor allem auch im Nachgang aus, hat es was gebracht, erstellt regelmäßig Berichte, gerade je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Berichte müssen entstehen, weil einfach verschiedene Management-Ebenen existieren, die unterschiedliche Kennzahlen über und von Social Media benötigen. Und die letzte Jobbezeichnung ist der Social Media Content Creator. Das ist ganz allgemein gesprochen, also Content kann man in Grafiken, in Bildern und in Videos kreieren. Häufig ist es so, dass die Jobs auch in Homeoffice-Positionen ausgeschrieben werden. Denn ganz viel in der Post-Production kann im Homeoffice stattfinden. Nur für einige Teilbereiche, zum Beispiel Videos drehen oder auch Bilder vor Ort machen, ist es notwendig, dass man raus muss aus seinen heimischen vier Wänden. Und bei vielen Unternehmen ist aber auch so geregelt, dass viel über Stock-Footage geregelt wird und man dann auf Stock-Foto-Datenbanken und Stock-Video-Footage zugreifen muss und daraus eben passende Social-Media-Clips und Social-Media-Content kreiert. Prinzipiell Social-Media-Content-Creator, da zählt auch so ein bisschen das Textliche rein. Ja? Also es gibt auch Content-Creator, die sich stark auf Text bezogen haben. Die schreiben dann eben den halben Tag Captions oder überlegen sich tolle Ad-Copies, also Werbetexte. Das ist wirklich ganz unterschiedlich gelagerter Beruf, der aber auch super viel Spaß macht und wie gesagt großteils im Homeoffice wunderbar verbracht werden kann. Das waren jetzt viele verschiedene Social-Media-Bereiche, aber noch lange nicht alles, was es dazu zu wissen gibt. Auf unserem YouTube-Kanal werden wir euch noch viele weitere spannende Videos zu dem Thema posten. Ein Abo lohnt sich also. Bis zum nächsten Mal.